Hallo Vicky, wenn Sie einen Demozugang zu Wiki haben, dann möchten Sie auch eine Lösung anlegen. Dazu klicken Sie im Seitenmenü auf Lösungen, dann auf Inhalte anlegen, wählen den Titel aus, den Sie eingeben möchten. Klicken auf Lösung anlegen. Ich nehme die URL und füge sie als Weblink ein. Ich suche den Hersteller und lade noch ein Bild hoch. Das Bild wähle ich aus und abschließend klicke ich auf Aktualisieren und damit habe ich die Lösung in Wiki angelegt. Herzlich willkommen zum Tutorial Lösung und Lösungen anlegen. Mein Name ist Josef Huber und ich beziehe mich mit diesem Tutorial auf die Version 0.5 von Wiki. Heute ist der 1. Mai 2022 und ich bin angemeldet als Demo-Nutzer mit meinem persönlichen individualisierten Demo-Zugang. Falls Sie auch einen Demo-Zugang haben möchten, dann schreiben Sie mich gerne an. Über wiki.de finden Sie meine Kontaktdaten. Wie komme ich überhaupt zu dieser Lösung, dass ich jetzt so einen Stockschirm eingebe? Wir haben am 28. April in der Facharbeitsgemeinschaft Technikberatungsstellen über genau diesen Schirm gesprochen. Und damit ich die Lösung auch wieder finde, wenn ich sie brauche, dokumentiere ich die in Wiki. Wie sind so Lösungen aufgebaut? Zum einen haben wir eine Nummer, das ist die ID, mit den können wir Lösungen innerhalb der Datenbank zuordnen. Ich habe ein Bild hinterlegt, damit ich weiß, worüber wir sprechen, damit ich visualisieren kann. Wir haben einen Titel, damit wir auch was benennen können. Wir haben hier eine Liste der Lösungen, die sind natürlich alle vom Typ Lösung. Wir haben eine Plattform, also wer hat die Lösung erstellt, einen Status, der informiert darüber, ob ich diese Lösung in der Wikisuche finde. Bei nicht gelisteten, das ist das, was Demo-Zugänge mit sich bringen, das sind alle Lösungen nicht gelistet, um einen geschützten Rahmen zum Ausprobieren zu liefern. Die werden in der Wikisuche nicht gefunden, was freigeschaltet ist. Also wenn man dann Wiki abonniert hat und weiß, wie man damit umgehen kann, dann kann man die auch freischalten. Ich habe einen Status, wann wurden die Lösungen bearbeitet. Das hier ist eine Lösung, die ich als Demo-User angemeldet habe, deswegen kann ich die bearbeiten. Die habe ich als Simdeck-User angelegt und kann sie deshalb nicht bearbeiten. Hier das Gleiche, da habe ich gesagt, die Lösung teile ich einfach miteinander. Und hier drüben kann ich, wie schon vorher, die Lösung angucken. Wenn ich jetzt weitere Lösungen anlegen möchte, dann passe ich mir zuerst meinen Arbeitsbereich so an. Wenn ich den sehr klein mache, dann verschwindet irgendwann dieses Seitenmenü. Das verschwindet nicht für immer. Das ist, Sie sehen, das Format ähnelt einem Smartphone oder einem Tablet. Da müssen wir ein bisschen mit dem Platz sparen. Da kann ich das Seitenmenü über dieses Burger-Menü, also heißt Burger, weil das die Brötchen und dazwischen die Einlage ist, da kann ich diese Menüpunkte wieder aufrufen und diesen Create-Button, den haben wir dann ganz nach unten gepackt. Ich stelle es mir so ein, dass ich bequem arbeiten kann. Das ist für mich sowas Gutes. Ich kann mit dem Bürgermenü in der Ansicht jetzt auch diese Side-Menüs verkleinern, schafft mir ein bisschen mehr Platz. Zentrales, dass ich einen neuen Inhalt anlege. Es wird gleich eine URL-Endung generiert. Das hat mit der Suchmaschinenoptimierung zu tun. Hier kann es mal notwendig sein, dass man was ergänzt, wenn diese URL schon vorhanden ist. Das passiert, wenn Hersteller ihre Produkte gleich benennen. Ich habe dann einen Status. Hier in der Demo-Version kann ich den nur als nicht gelistet auswählen. Als Abonnent haben Sie da verschiedene Möglichkeiten, zum Beispiel Entwürfe oder eben direkt öffentlich. Und ich könnte auch direkt verschlagworten. Warum ich das nicht mache, erläutere ich noch. So, ich nehme eine Lösung vom Hersteller. Ich schaue, was hat der noch alles. Und für meinen Arbeitsprozess öffne ich hier am besten alle Lösungen, die ich mit aufnehmen möchte. Das mache ich mit einer rechten Maustaste und Link in neuem Tab öffnen. In manchen Betriebssystemen kann ich auch einfach die Taste T drücken, wenn ich in diesem Menü bin. Dann sind diese Inhalte da. Und als Titel wähle ich das aus, was für mich tragend ist. Hier diesen Elegant oder Gehstock im Schirm, 100 Kilogramm, das sind für mich eher beschreibende oder werbende Worte, die nehme ich nicht mit auf, weil das
vom Hersteller eher ja dazu gedacht ist, eben zu verkaufen, unterstelle ich jetzt einfach mal, oder Suchmaschinen zu optimieren. Für uns als Beraterinnen und Berater ist es dann schwierig, wenn wir diese Inhalte alle ausfiltern müssen. Das heißt, ich kopiere das Ganze und füge das hier ein. Ich könnte jetzt den Gehstock kopieren und in die Schlagworte einfügen. Dann hätte ich das zumindest mit drin. Den Schirm habe ich. Ja, die Kilogramm wäre für mich eher ein Kriterium. Und ich lege jetzt diese Lösung an. Jetzt habe ich einen weiteren Aufbau. Ich kann weiterführende Informationen hinterlegen. Ich könnte Kriterien anlegen, Adressen oder mich der Dokumentation widmen. Das machen wir in einem weiteren Tutorial. Mein Tipp: Konzentrieren Sie sich am Anfang vor allem auf die Inhalte, die unbedingt notwendig sind. Das sind für uns die Grunddaten, weil wir auch kein Wissen auf Halde generieren wollen. Wir können so viel zu jeder Lösung niederschreiben. Oft ist es einfach auch nicht notwendig. Ich habe vorher gezeigt, wie ich die URL hier so reinkopiert habe. Hier hat es dieses HTTPS mitkopiert. In Windows kann es Ihnen passieren, dass das nicht mitkopiert wird. Das führt dann gleich zu einer Fehlermeldung. Den Hersteller habe ich gesucht beim Vollnamen. Ich könnte jetzt aber sagen, das war doch irgendwas mit Berg hinten dran. Dann findet er schon mal einige Dinge. Aber Sie merken hier, da ist dieses Berg in verschiedenen Worten mit drin. Wenn ich jetzt ein Leerzeichen anfüge, dann wird die Zahl schon mal reduziert. Ich sehe hier schon den Treffer, den ich suche. Sage aber, es war auch noch die GmbH mit dabei. Und dann findet er diesen Treffer auch. Den füge ich mit einem Plus dazu. Sollte ich mal versehentlich einen anderen dabei haben, dann kann ich den mit dem Minus wieder entfernen und dann versuche ich noch das Bild hochzuladen. Hier kopiere ich die Bildadresse rein. Ich könnte alternativ auch ein Bild von der Festplatte ziehen oder in Windows geht es auch, wenn Sie das Bild nehmen und quasi hier rüber ziehen. Das wird nur in dem Mac-System, in dem ich mich gerade befinde, wird das nicht akzeptiert. Dieses Feld hier unten ist eigentlich dazu gedacht, dass Sie eigene Bilder hochladen. Und Sie könnten jetzt hier über Auswählen auf der eigenen Festplatte suchen. Wenn Sie auf Löschen klicken, dann leeren Sie nur diesen Bereich oder Sie klicken auf Hochladen, dann haben Sie das Bild schon. Habe ich in der letzten Lösung schon angelegt, deswegen lösche ich das hier und kopiere die Bildadresse und füge sie hier ein. Das kann ich, wie gesagt, mit der rechten Maustaste und Einfügen machen und lade dieses Bild jetzt in die Datenbank. Ich wähle es aus und habe die Lösung angelegt. Jetzt kommt diese Fehlermeldung, gebe eine URL ein, das heißt, mir fehlt das HTTPS. Doppelpunkt slash slash. Wenn ich jetzt auf Aktualisieren klicke, dann habe ich die Lösung gespeichert. Jetzt könnte ich wieder den langen Weg über Lösungen gehen, um die nächste Lösung anzulegen. Ich habe aber hier auch den Button Inhalt anlegen. Jetzt öffnet sich hier ein neues Fenster und da gehe ich dann auch zu meiner nächsten Lösung. Ich kopiere den Titel. Jetzt mache ich es nochmal über die rechte Maustaste kopieren oder rechte Maustaste einfügen. Dieses R, das lösche ich, weil ich das in der Suche im Zweifel auch eingeben müsste und das wird keiner von uns machen. Das heißt, solche Dinge kommen hier raus. Ich lege das an, nehme nochmal die URL. Diesmal klicke ich nochmal doppelt drauf, so mache ich es in Windows. Habe dann die komplette URL, gehe mit der rechten Maustaste auf Kopieren und hier wieder auf Einfügen. Und dann fehlt mir noch das Bild. Auch hier Bildadresse kopieren und hier kann ich es nochmal einfügen. Ich lade es hoch. Es ist dann in der Mediathek, weise es zu, aktualisiere und wähle noch den letzten Inhalt aus, den ich jetzt anlege. Da wähle ich nochmal den Titel aus. Jetzt drücke ich meine Tastenkombination zum Kopieren. Das könnte Steuerung C sein oder die Befehlstaste und C. Drücke Steuerung V oder Befehlstaste und V, um das einzufügen. Klicke auf Anlegen. Nehme die URL. Achte, dass ich das HTTPS habe. Steuerung C. Steuerung V. Den Hersteller. Jetzt habe ich was falsch geschrieben. Füge den dazu und dann habe ich noch das Bild, kopiere die Bildadresse und füge die ein mit Steuerung V. Ich habe die Medien hochgeladen, aktualisiere das Ganze
Und jetzt kann ich über den Zurück-Button auch auf die Lösungsliste gehen und sehe die Lösung, wie ich sie angelegt habe. Jetzt finde ich die Lösungen erstmal nicht, wenn ich die im System hinterlegt habe. Was ich machen könnte, wäre gerade bei diesem Ding hier, da könnte ich noch die Schlagworte hinterlegen, die ich auch aus dem Titel entfernt habe beim ersten Mal. Das war dieser. Der ist zum einen Regenschirm und einmal ein Gehstock. Das kann ich hier anlegen. Ich trenne mit Komma die Schlagworte. Jetzt kann ich aber auch sagen, vielleicht suche ich nach dem Regenschirm auch als Umbrella oder nach dem Gehstock auch als Spazierstock. Das heißt, es wird irgendwann richtig viel, was ich hier an Schlagworten eingeben muss. Und wenn ich die zur nächsten Lösung nicht eingebe, dann habe ich ja auch wieder ein Problem mit meiner Hersteller- und Produktneutralität. Deshalb haben wir das Konzept der Lösungsansätze entwickelt. Da kann ich jetzt nach einem Regenschirm suchen und habe den nicht drin. Suche ich mal nur nach dem Schirm. Da finde ich was, aber nur eine Bildschirmhalterung, weil die Lösungsansätze nicht angelegt sind. Das ist eine neue Produktkategorie. Gehstock habe ich. Den füge ich hier mit dazu und aktualisiere das Ganze. Zusammengefasst finden Sie im Seitenmenü das Menü der Lösungen, wo Sie auf die Lösungsübersicht kommen. Dahin kommen Sie auch, wenn Sie auf die Zurücktaste gehen. Eine Lösung besteht immer aus einer ID. Die finden Sie auch hier oben in der URL dieses Bearbeitungszustands, aus einem Titel, damit wir die Lösung benennen können, aus einer URL, damit wir die Lösung auch wiederfinden, also auch im Netz wiederfinden. Wir nutzen hier immer die Hersteller- oder Inverkehrbringer-URL, ungern einen Shop, der findet sich dann eher im Bereich der Informationen und wir müssen es auch noch systematisieren. Und wenn ich einen Hersteller schon hinterlegt habe, dann gebe ich den auch ein. Wenn der Hersteller nicht hinterlegt ist, dann füge ich ihn einfach später mit dazu oder wenn ich viele Produkte, wie jetzt hier von diesem Hersteller, am Stück eingebe, dann erstelle ich ihn vorher, was die Arbeit für mich nochmal reduziert. Verschlagworten tun wir eher sparsam, das ist aber umso sinnvoller, je mehr die Titel der Hersteller kryptisch sind, dann gebe ich solche Begriffe ein, mache die Hauptverschlagwortung aber über die Lösungsansätze. Bilder sind für uns sehr wichtig, dass wir einfach visualisieren können. Es gibt verschiedene Typen. Wir haben heute über den Typ der Lösung gesprochen. Ich kann hier, wenn ich das möchte, auch den Hersteller noch mit dazufügen, falls ein anderer Hersteller eben genau diesen gleichen Titel für eine Lösung hätte, lasse ich jetzt wieder. Oder wenn ich mich hier auch verschrieben habe, kann ich auf das Regenerieren drehen, dann wird es wieder aus dem Titel generiert. Lösungen oder Inhalte haben verschiedene Stati. Sie können die normalerweise wählen. Hier im Demo-Zugang haben Sie immer, da zwingen wir Sie sozusagen dazu, dieses nicht gelistet. Wird mit T geschrieben, ändern wir noch ab. Und Sie können rudimentär verschlagworten. Nach dieser Einführung verbleibe ich wie immer mit den Worten: Wiki weiß nicht alles, aber wenn wir unser Wissen teilen, dann wissen wir alle mehr.